Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play This War of Mine. Ich bin Erik und wir spielen wieder. Der Pavle. Alle sind hungrig, aber das macht nichts. Ja, der geile Marco hat uns ja ein bisschen was mitgebracht, aber erstmal um den Bruno. Müssen wir uns erstmal hier kümmern, nämlich müssen wir ihn mal dingens verheilen, weil er ist ja leicht verletzt und wir wollen ihn nicht. Dass er ein bisschen Dingens. So, leicht verletzt, bandagiert. Toll. So, Marco, da du ja so der gute Koch bist, Bruno meine ich natürlich, sorry. Da du ja der gute Koch hier bist bei uns, werden wir erstmal gucken, dass uns hier mal ein bisschen was Geiles zubereitet, ja. So, ich weiß nicht, ob das irgendwie besser ist, ob es das mehr nützt. Das ist nur halt nur mit mehr Gemüse und es verbraucht ein bisschen mehr Wasser und Brennstoffe. Aber wir machen mal. Können wir nicht? Oh, warte. Wir stellen erstmal kurz ein Ding ins Zimmer, ja? Erstmal kurz das da. Den Pavel lassen wir mal kurz schlafen. Ah, ja. Jetzt können wir doch bestimmt 3 Stück machen. Tatsache, können wir. Das ist mal. Erstellen. Dann machen wir 3 Mahlzeiten. Für jeden von uns. Ich muss sagen, bis jetzt läuft es für uns ziemlich gut, ja. Bis jetzt läuft es ziemlich gut für uns. Das war toll, dass wir so viel Essen gefunden haben. Also, der Bruno darf sich als erstes was holen. Dann der Marco. Ja, komm, du holst ja auch noch was. Du bist ja hungrig. Pavle, du holst ja auch mal was. Kannst hier langsam mal aufstehen, du bist ja auch hungrig, deswegen steh mal auf. Kannst ja auch hinrennen, wenn du willst. Ja, immer noch ist er. Ist leider noch ein bisschen krank. Ist blöd. Du bist müde, ne? Ja, dann geh mal schlafen. Ja. Können wir ja alles machen. So, Bruno, vorher musst du aber ein bisschen arbeiten. Oder Pavle, warte mal. Ist das eigentlich was, wenn er die Medizin nimmt oder so? Hilft das was? Okay, na gut, er ist auf Medikamenten. Schlecht geschlafen, ich weiß, aber. Ist mal so, du darfst danach später noch in einem Bett schlafen, wenn du willst. Wir müssen erstmal gucken, dass wir mal hier was hinbekommen. Und zwar an Dietrich, ja. Ja, ich weiß, wir könnten etwas Nützliches bauen, das werden wir ja noch machen. Nur vorher werden wir jetzt erstmal gucken. Ja, auf dem Boden schlafen ist furchtbar. So, dann machen wir noch eine Schaufel. Ja. So. Der Pavle kann ja mal inzwischen. Ja. Ist ja nach unten gebackt oder was? Oh, ich wusste es. Jetzt fehlt uns an so vielen Teilen. Ja, das ist blöd. Schade. Können wir doch kein Bett machen. So. Bruno, dann geh mal nach da. So, guck mal. Jetzt haben wir ja eine Schaufel. Können das hier so locker wegräumen. Schließ sie mal. Guck mal, geht doch direkt viel flotter. Ich habe von aggressiven Gruppen gehört, die durch dieses Gebiet ziehen. Das ist aber nicht gut. Gefällt mir nicht. Jetzt gucken wir mal, ob da hinten irgendwas nützlicher Stuff drin ist. Boah, Pavle, mach mal schnell ein Dingens. Wenn du noch kannst, wenn nicht. Nein, der Pavle. Ja Gott, komm. Dann machst du das mal. Natürlich, können wir keinen mehr machen. Uns fehlt nämlich an Materialien. Super, Alter. Ja, seht ihr mal, Leute. Beim Plündern muss man immer gucken, ob man immer genug hat. Und da das nicht so ist, ist das ein bisschen blöd. Deswegen. Ach, Marco. Guck mal, Marco ist wieder fit. Siehst du mal. Guck mal, da kann sich doch. Guck mal, da kann auch der Bruno jetzt entschlägen. Weißt du, was ich meine?
kann der nochmal schlafen. Ah, siehst du mal. Guck mal. Gibt in diesem Viertel nicht mehr was. Ich hoffe, dass es uns gelingt, uns hier drin zu warm zu halten. Ja, ja, werden wir schon schaffen. Wir sollten mal mit der Schaufel hier frei machen. Lol. Erstmal da oben lang klettern. Ja, komm. Zum Glück habe ich diese Schaufel. Ja. Gott sei Dank, ne? Sonst wären wir alle am Arsch. Oh Gott, die Zeit. Sie drängt die Zeit. Beeil dich. Beeil dich, beeil dich. Beeil dich. Ich fühle mich unwohl. Du bist doch auf Medikamenten, Mann. Also, du hast die ganze Nacht geschlafen und bist auf Medikamenten. Jetzt wird mir langsam gesund, ja. Also, das ist ja wohl das Mindeste, was du tun kannst. Schneller! Nein! Das war doch gerade plündern. Oh, verfickte Kacke. So. Okay. Stopp. Du schläfst weiter. Aber im Bett. Hast du dir verdient? Du bist auf Medikamenten, also kannst du auch so schlafen. Obwohl, eigentlich sollten nicht beide schlafen. Einer sollte jetzt mal Wache stehen und das bist du. Und ja, wir gehen natürlich wieder plündern, sonst haben wir ja gar nichts. Obwohl er dann auch Wache stehen könnte, rein theoretisch. Aber Altstadt. Ja, guck mal, das ist doch ganz nah bei uns. Deswegen gehen wir dahin. Wir nehmen mal die Schaufel mit für alle Fälle und plündern jetzt. Puh, hoffen wir, dass er jetzt nicht drauf geht. Das wird das auch mal. Sieht aus, als ob jemand dieses Haus befestigt hat, aber nun scheint es leer zu stehen. Ach gut, ich dachte schon. Okay, es ist ein großes Haus, also es gibt auch viel zu looten. Gibt's auch viel zu looten. Ja, hör mal, solange wir keine Waffe haben, ist Munition ziemlich irrelevant, muss ich sagen. Holz, alle dann Holz mitnehmen, was geht. Ja, verlassen. Erstmal, aber natürlich vorher immer reingucken. Sehen wir nix, also gehen wir rein. Und die nächste Tür. Reingucken. Ja, also sind wieder nur Ratten und Mäuse und was auch immer das ist. Guck mal hier, schon wieder eine Nachricht. Oder so. Eine verstärkte Tür und frische Schuhabdrücke deuten darauf hin, dass einige Leute dieses Gebäude als Zuflucht verwendet haben, bevor es von einer Granate getroffen wurde. Okay, interessant. Interessant. Durchgucken. Ach, ganz schön hell da drin. Ja, gehen wir durch. Da gehen wir durch. Guck mal hier. Finden wir bestimmt doch was, oder? Oh lol, sollst du dich hinsetzen, du sollst gucken, du Arsch. Setz dich eiskalt, Alter. Wie penetrant, ey. Ja, ich glaube, das ist schon zu viel sogar. Ah, oh, da drei, ich glaube. Was ist das denn da oben? Ah! Oh, interessant. Okay, das kannte ich auch noch nicht aus dem Spiel. Interessant. Ah, definitiv das hier. Und das hier. So. Das Auto. Ich frage mich, ob man so Autos funktionstüchtig machen kann. Schade, wir haben keinen Dietrich dabei. Das tut mir außerordentlich leid, mein Freund. Deswegen gehen wir mal eine Etage höher. Ja, lauf mal hier, komm. So. Geh dahin. Noch sehen wir hier gar keinen. Noch sehen wir niemanden. Hier ist nichts. Okay, interessant. Warum er es mich dann plündern gelassen hat, verstehe ich auch nicht, aber interessant. Ja, geh durch. Oh. Oh, das ist aber blöd jetzt ein bisschen hier. Das ist aber keine erfolgreiche Beute, die wir hier haben. Also muss man mal so sagen. Das
ist auf jeden Fall. Ja. Da haben wir noch ein paar freie Slots, haben wir auf jeden Fall noch. Kommen wir hier irgendwie hin? Ja, da, guck mal, da geht doch die Treppe runter. Easy. Da kann ich nix. So, blöd, wie komme ich denn da hin am besten? Ja schon, aber trotzdem. Ach, das ist auch verschlossen. Das ist blöd. Komme ich hier irgendwie hin? Kommst du da irgendwo hin? Sie lässt sich nicht öffnen. Ja, da kommst du auch nicht hin, ne? Oh lol, Alter, das ist echt ein bisschen blöd. Da habe ich echt ins Schwarze getroffen. Ich brauche hier einen Dietrich hier. Nee, nicht da. Da unten brauche ich einen Dietrich, um durchzukommen, damit ich auch nach unten kann. Da oben, generell so Bretter oder so. Ja, das ist ja blöd. Da kann es auch schon schneller jetzt gehen, ey. Das ist echt doof, Alter. Muss man so sagen. Also, eine ertragreiche Nacht ist es jetzt nicht gewesen. Wir haben Materialien, aber Essen oder so, Leute, das ist blöd. Das ist richtig doof. Morgen kann nur einer von uns essen. Das ist doch richtig scheiße, Alter. Das ist ja richtig doof. Das gefällt mir gar nicht. Warte mal, wir können ja mal hier kurz nochmal gucken. Leben, das ist doch scheiße, Alter. Fuck. Ja, Essen gibt's hier nicht. Wir hätten nochmal zur Tankstelle laufen müssen. Ja, komm, dann gehen wir zum Ausgang wieder. Das nützt gar nichts. Marco ist zurück, ja, wow. Jetzt haben alle Hunger. Toll. Tag 3. Tag 3. Hallo, seht euch die ganzen Dinger an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. Ja, zum Glück habe ich dieses Buch. Wow. Toll. Viele sind nicht. Stimmt, da oben müssen wir nochmal hin. Sind alle hungrig. Toll. Pavel ist sogar müde. Ach, Pavel, dann geh schlafen, wenn du willst. Bruno, geh mal. Aber, hey. Der ist nicht mehr verletzt. Und der ist nicht mehr krank. Geil, guck mal. Siehst du mal. Bruno, geh mal kochen. Hast genug gelesen. Na, ja, das Buch blöbeln. Ich will auch kein Holz verbrennen. Sorry, Mann, du musst ja ein Buch dafür leider hergeben. Für eine Mahlzeit. Fuck. Oh. Nee, lol. Ich kann upgraden. Cool. Okay, interessant. Warte mal. Rein theoretisch kann ich auch das hier machen, oder? Wenn ich will. Fehlt nur noch ein Brennstoff. Nee, komm, sorry. Machen wir uns das hier. Die Frage ist, wer bekommt das jetzt? Marco? Marco oder Bruno? Wer bekommt es? Es gibt noch eine Biografie zu denen. Ich bin dafür, dass Marco das macht, weil der schön plündern war. Also verdient er das auch. Mein Magen knurrt, Mami. Kann ich nichts für, Alter. Kann ich nichts für. Oh, Marco. Ja, du bist müde, ich weiß. Ja, dafür kann jetzt Bruno mal ein bisschen die Arbeit machen hier. Geh mal nach da. Aber hey, wir wurden nicht angegriffen. Immerhin. Das hätte sonst wie enden können. Aber vielleicht hier oben noch was Nützliches. Oh, ho, ho, ho. Also, was ist das denn? Schmuck? Tauschgegenstände! Oh. Bruno, lauf mal hin. Uiuiui.
Schauen Sie an, was ich mitgebracht habe. Okay. Haha! Hallöchen! So. Du. Was ist denn? Die werden einfach, wenn du... Ach, Schnaps. Achso, ja gut. Was ist das? Reiner Alkohol. Brennstoff. Mir wäre Essen ziemlich gut. Essen wäre mir ziemlich lieber, wenn ich ehrlich bin. Es kostet so gut wie gar nichts, oder? Dann gib mir ein bisschen was. Nee, komm. Nehmen wir mal so. So. Warte. Nee, warte, ich bin nicht dafür interessiert. Nee. Ich muss ihm auf jeden Fall was geben. Warte mal. Kann ich ihm die geile Zigarette geben? Oh, warte. Das reicht, ich versuche es nochmal. Gut, wir können uns einigen. Das ist gut. Zucker. Ja. Das kann ich ihm auch noch geben, wenn er will. Brauche ich nämlich nicht. Da will ich aber was von dir haben, mein Freund. Naja, sicher. Das ist so beeindruckend. Aber das reicht nicht, was? Das ist sehr groß. Okay, interessant. Tabak, ja, brauche ich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Stopp. Danke, ich hab noch mehr. Doch, schauen Sie nur. Mal sehen, ob ich hier noch ein bisschen was abgreifen kann. Ach, guck mal, jetzt sind auch die Sachen bei dem hier drin, ne? Interessant. Dietrich. Das ist der Franco, Alter. Voll cool. Was können Sie mir dafür anbieten? Ich kann dir Kaffee geben, wenn du willst. Reicht nicht. Ja, ich brauch die Sachen aber auch selber, du Arschloch. Also. Ich werde versuchen, wiederzukommen. Okay, cool. Cool. Mach es gut, mein Freund. Mach es gut, Franco. Eigentlich, ist die Folge schon vorbei. Deswegen, wenn wir hier das nächste Mal, weitermachen. Leute, ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal.